Großbritannien, aber für ganz Europa. Wenn es auch bei den Erwartungen im Vorfeld dieser Entscheidung nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie so ausfällt, so empfand ich es zumindest, war dann das Votum selbst doch ein Punkt, an dem deutlich wurde, welche große historische Tragweite mit dieser Entscheidung verbunden war und ist. Ob wir nun das für richtig oder für falsch halten, wir haben diese Entscheidung des britischen Volkes zu respektieren. Und wir haben behutsam, besonnen und vernünftig damit umzugehen, Schnellschüsse, irgendwelche Schuldzuweisungen oder gar ein Britenbashing, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ist fehl am Platz. Behutsam und besonnen mit dieser Entscheidung umzugehen, das zeigt sich schon bei der Gestaltung des Prozesses in den nächsten Monaten. Die Bundeskanzlerin hat deutlich darauf hingewiesen, wie der Weg ist. Die Briten haben eine Mitteilung zu machen an den Europäischen Rat. Der erstellt dann die Leitlinien und darauf wird der Prozess gestaltet. Nun geht es darum, soll das jetzt schnell gehen? Sollen wir das beeinflussen? Sollen wir da Druck ausüben? Für mich ist völlig unbestritten, dass sichere Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Betätigung in ganz Europa und auch mit anderen Staaten von entscheidender Bedeutung sind. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gilt auch, die Entscheidung darüber, wann diese Mitteilung an den Europäischen Rat getroffen wird, diese Entscheidung trifft die britische Regierung und dazu braucht es keinen Druck von anderen Partnern. Und dann kommt die Gestaltung des Prozesses. Gelegentlich hört man ja, da muss eine Revanche her oder Ähnliches. Ich warne davor. Natürlich kann es keine Rosinenpickerei geben. Darauf hat die Bundeskanzlerin ja auch deutlich in ihrer Regierungserklärung hingewiesen. Aber, meine Damen und Herren, es gilt auch, Großbritannien ist in der Sicherheitspolitik und auch in den wirtschaftlichen Beziehungen, nicht nur zu Deutschland, sondern zu vielen anderen europäischen Ländern, in Bayern in ganz besonderer Weise, ein äußerst wichtiger Partner. Und da gibt es keine theoretische Diskussion darüber zu führen, sondern es ist eine ganz intensive Auswirkung auf die Arbeitsplätze, auf die Menschen, auch bei uns im Land hier zu sehen. Wir können nicht so tun, als würde das die Menschen bei uns die Arbeitsplätze nicht betreffen. Das Gegenteil ist der Fall bei den engen und wichtigen, intensiven wirtschaftlichen Beziehungen, die wir mit Großbritannien haben. Und deshalb ist auch hier Besonnenheit, Vernunft, Verantwortung gefragt. Keine Rosinenpickerei einerseits. Andererseits aber das feste Bewusstsein, wir sind und bleiben Partner und die Menschen in unseren Ländern haben die Auswirkungen dieser Verhandlungen dann zu spüren und in dieser Verantwortung müssen auch diese Verhandlungen geführt werden. Und nun stellt sich natürlich nach solch einer Entscheidung auch die Frage, welche Konsequenzen, welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus für die weitere Gestaltung der Europäischen Union? Es ist mehrfach von Kolleginnen und Kollegen ja angesprochen worden, nicht überall ist die Europäische Union in einer guten Verfassung derzeit. Das spüren wir ja auch ganz allgemein. Und da kommen dann sehr viele Fragen und auch viele Antworten, ganz schnell. Ein bisschen habe ich den Eindruck, dass manches auch in Richtung Aktionismus geht.
Auch Aktionismus, meine Damen und Herren, ist in dieser wichtigen Frage nicht angesagt. Wir brauchen übrigens auch nicht, eine Umwandlung der Europäischen Kommission in eine europäische Regierung. Und wir brauchen auch nicht jetzt schnell noch zusätzlich andere Programme, um zusätzlich Geld auszugeben, das übrigens wir Deutsche in erster Linie dann auszugeben hätten. Ich glaube, wir tun gut daran, uns einmal in die Situation der Menschen vor Ort zu versetzen und zu fragen, was erwarten Sie denn von der Europäischen Union? Ich will das an drei Punkten festmachen. Erstens, ich glaube, wir müssen uns alle miteinander, ich schließe mich da überhaupt nicht aus, besinnen darauf, wie wir von der Europäischen Union und von diesem Europa reden. Es ist vorhin schon mehrfach angesprochen worden. Für mich ist das ein wirklich, ich sage das ganz bewusst auch als CSU-Politikerin, ein wichtiges Anliegen. Reden wir noch von dem Friedensprojekt? Reden wir noch von dem Wohlstand, den uns ganz wesentlich Europa gegeben hat? Reden wir noch von den gemeinsamen Werten? Reden wir noch von der Selbstbehauptung, der politischen Selbstbehauptung Europas in einer zunehmend globalisierten und schwierigen Welt? Wir reden darüber fast nicht, weil alles, was positiv ist, für uns selbstverständlich ist. Ich sage aber gleichzeitig dazu, dieses positive Reden schließt nicht aus, auch über so manche Fehlentwicklung oder Defizite zu reden. Auch das gehört dazu, aber beides zusammen und das Letztere dann so, dass man auch konkrete Vorschläge macht, um diese Fehlentwicklungen und Defizite zu beheben und nicht nur darüber zu sprechen und die Ängste der Menschen und die Sorgen der Menschen nur zu überhöhen, aber nicht zu lösen. Ein zweites. Wenn wir uns in die Situation der Menschen versetzen, dann spüren wir gerade aktuell, was die wichtigsten Sorgen sind. Das sind einmal die Gewährleistung der Sicherheit in unserem Land angesichts der vielen Krisen und Kriege auf der ganzen Welt, die Gewährleistung aber auch der inneren Sicherheit, die Bekämpfung des Terrorismus, die Bekämpfung der Kriminalität, genauso wie so manche Fragen, die sich im Zusammenhang mit der weltweiten und in Europa besonders spürbaren Migration stellen. Ich will nur diese paar Themen in den Mittelpunkt stellen und deutlich machen, gerade diese Themen sind es, die erstens die Menschen in besonderer Weise berühren, die ihnen Ängste und Sorgen bereiten und zum Zweiten aber auch gerade diese Themen sind es, die eben von den einzelnen Nationalstaaten alleine nicht bewältigt werden können. Und gerade deshalb ist es wichtig, dass Europa sich um diese Fragen kümmert und nicht um das viele Klein-Klein in Vertragsverletzungsverfahren und Sonstigen. Und das Dritte, was ich ansprechen möchte, ist nicht alles, was wir an Defiziten oder an Handlungsnotwendigkeiten erkennen, ist von der Europäischen Union zu leisten. Die Fragen der Jugendarbeitslosigkeit, Volker Kauder hat es vorhin angesprochen, so manche Fragen auch der Sozialpolitik, übrigens auch des gesamten Arbeitsmarktes, meine Damen und Herren, das ist nationale Verantwortung. Und wir streuen den Menschen Sand in die Augen, wenn wir ihnen weismachen, das ist ein europäisches Anliegen und das kann europäisch gelöst werden, mit noch so viel Geld, woher das auch immer kommen möge, kann man diese Probleme nicht lösen. Die können nur gelöst werden dadurch, dass jeder Staat in Europa seine Hausaufgaben macht, dass jeder Staat in Europa alles tut, um wettbewerbsfähig zu sein. Nämlich nur dann wird Europa als Ganzes auch wettbewerbsfähig sein. Applaus
meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, in jeder Krise liegt auch eine Chance. Nach dem, was die Bundeskanzlerin in ihrer Regierungserklärung deutlich gemacht hat, bin ich zuversichtlich, dass diese Situation jetzt, die wahrlich eine Riesenherausforderung für ganz Europa ist, nicht als Krise verstanden wird, sondern als Chance betrachtet wird. Und wir sollten alles dazu tun, sie dabei konstruktiv zu begleiten.